So, hallo und herzlich willkommen zum weiteren Video von mir. Heute geht es mal um ein kaputtes Gerät, was ich aber trotzdem gerne zeigen möchte, weil dieses Gerät noch die Originalverpackung hat und die Leute, die dreckige Fingernägel nicht möchten, die können dann das Video gerne überspringen, denn ich habe dreckige Fingernägel, aber so ist das halt bei mir, mich interessiert das nicht wirklich. Also ja, das hier ist ein CVC GRD325E Mini DV Camcorder. Das sind diese kleinen Videokassetten. Und ich habe ja schon einen anderen Mini DV Camcorder vorgestellt, und zwar den Sony DCA-PC6E oder DCA-PC6E. Eigentlich wäre das ja auch der ZRD325E, wie man das jetzt aussprechen möchte. Ich habe das jetzt mal in Deutsch ausgesprochen. Auf jeden Fall habe ich ja schon einen und ich mag wirklich die Mini-DV-Technologie und ich möchte mir noch einen neuen, funktionsfähigen Mini-DV-Camcorder holen. Also was heißt neuen, aber halt noch einen anderen, weil mir die Technologie halt wirklich sehr gefällt und leider der Sony auch ein paar Probleme hat. Aber das Gerät habe ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe es eigentlich mit was anderem geschenkt bekommen, nur den habe ich halt da mitbekommen. Und ja, den habe ich in der Verpackung, er ist leider defekt. Das Mini-DV-Camcorder, da drin ist alles viel zu klein, also leider kann ich den noch nicht reparieren. Aber ja, der ist, hat die Verpackung noch und der ist auch eigentlich unbenutzt. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Verpackung an. Zoom nochmal ein bisschen rein. Ich zoome lieber ein bisschen raus, weil das Problem ist, ich kann den Bildschirm hier nicht sehen. Also hier sind ein paar Features, 25x optischer Zoom, ein automatischer Modus, ein klagender LCD-Bildschirm, 800x Close-Up von Pixeln, Widescreen-Aufnahme, Multilanguage OSD, also in verschiedenen Sprachen ist das Menüsystem, und ein DV oder Firewire oder iLink oder wie auch immer man das nennen möchte, Anschluss. Digital Video Camera. Dann haben wir hier ein Bild vom Camcorder und das CVC-Logo und hier so ein Ding, wenn man das kauft, dass es noch nicht beschädigt ist. Mini-DV. Dann auf der Seite Digital Video Camera. Provided Accessories, also mitgelieferte Sachen. Hier Netzteil und Batterie. Digital Video Camera. Also digitale Videokamera. Don't forget to pick up a battery or backup battery. Hier steht im Endeffekt, dass man sich eine zweite Batterie kaufen soll, was ich eigentlich bei jeder Kamera, die ich habe, gemacht habe, weil das echt gut ist, einen Ersatzakku zu kaufen. Ich habe es bei meinem Mini-DV-Camcorder jetzt nicht, aber den benutze ich halt auch nicht so viel. Und aber bei den Rest der Kameras habe ich das und bei dem habe ich keine Batterie, weil er leider nicht funktioniert und er ist komplett unbenutzbar. Leider, dazu komme ich gleich noch, wieso das ist. 25x Optical Hyperzoom. Im Endeffekt 25x optischer Zoom. Automatischer Modus ohne Data Battery. Also der Camcorder kommuniziert sozusagen mit der Batterie, kann die Zeit messen und alles, die in der Batterie noch über ist. Und hier sind die verschiedenen Batterien, die man sich kaufen kann auf der Seite. Hergestellt in Malaysia, das liegt vielleicht daran. PAL ist der Wickler Company of Japan Limited. Und dann haben wir noch das hier. Hier ist die Oberseite. Und wenn ich den jetzt aufmache, hier oben sind noch ein paar Informationen, dass man erstmal eine Testaufnahme macht, bevor man eine wichtige Aufnahme macht. Und dass man eine Reinigungskassette verwenden soll, wenn das passiert. Und das Problem habe ich bei meinem anderen Mini-DV-Camcorder. Ich habe aber eine Reinigungskassette ausprobiert und leider sind diese Videodinger immer noch da. Ja, was haben wir an der Verpackung? In der Verpackung haben wir das Netzteil von CVC. Hier ist der Sticker. Wir haben ein AV-Kabel, was ja eigentlich nicht mitkommen soll. Ich weiß nicht, ob das so neuer ist oder noch nicht. Das ist noch original, was weiß. Und ich hoffe, dass ich das mit diesem Camcorder hier benutzen kann.
weil das wäre echt gut. Dann haben wir hier den Camcorder, zu dem gehören wir gleich. Die Batterie. Man sieht hier auch noch, an den Kontakten sind eigentlich kaum Abnutzspuren dran, vielleicht ein kleines bisschen. Die Informationen kann man nicht genau lesen. 7,2 Volt, 700 mAh. Und wir haben die Bedienungsanleitung in Deutsch und eine Garantie. Und ansonsten ist die Verpackung leer. Ja, dann gucken wir uns mal den Camcorder selber an. Boah, meine Nase ist zu. Ja, ich habe eine Erkältung. Wenn sieht, ist der noch komplett katzerfrei und hier die Aufkleber noch drauf. 25 mal optischer Zoom, deutsches Menü, Clear LCD, also klare Bildschirm, Data Battery, digitale Videokamera. Der LCD-Bildschirm ist im Gegensatz zum ganzen Camcorder eher klein. Ja, dann haben wir hier 25 Optical Hyper Zoom, automatisch Modus-Knopf, Fokuseinstellungen, Quick Review, also zurückspulen, Night. Anscheinend hat er auch Nachtsicht, was eigentlich echt cool ist. Mein Sony hat auch Nachtlicht. Und Backlight Compensation, das ist, wenn man zum Beispiel jetzt jemanden, der vor einem hellen Fenster steht, den eben belichtet haben möchte. Und ja, auch die ganzen Knöpfe hier. Stop, zurückspulen, vorspulen, Pause, Play. Set Data wäre wahrscheinlich im Menüknopf, aber hier ist auch nochmal ein Menüknopf. Dann haben wir den 16:9, also Widescreen-Modus, Knopf. Ich hoffe, man kann das erkennen. Da ist der iLink, iLink, TV oder Firewire-Anschluss. Es gibt da drei Namen für. Hier mal zwei Klappen. Ich glaube, die kommen nicht ab. Ich habe keinen Schraubendreher. Hier zumindest keinen Flachschraubendreher. Immer schön, wenn die Schraubendreher einfach was finden. Da haben wir wahrscheinlich den eingebauten Lautsprecher. Hinten kommt die Batterie hin. Dann haben wir hier den Ladeanschluss und den AV-Ausgang. Dann haben wir hier ein schwarz und weiß Guckloch. Ja, Guckloch, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Mein Sony hat ein Farbguckloch. Und um das rauszuholen, muss man hier einen Knopf drücken. Und dann kann man es rausholen. Hier oben ist die Fokuseinstellung davon. Hier haben wir den Aufnahme-Start-Stop-Knopf, der relativ klein ist. Und hier ein Modus, und zwar aus, ein Modushalter, und zwar aus, abspielen und Aufnahme. Hier ist das Kassettenfach und unten die Informationen. Und ja, ein sehr billiges Ding hier für die Hand, das ist nicht hohe Qualität. Aber es fällt nicht auseinander, was auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass er wenig benutzt wurde. Haben wir noch den Linsenschutz. Und da ist die Linse. JVC Video Lens. Und ja, das wäre dann soweit der Camcorder. Hier haben wir die Bedienungsanleitung. Geht halt um die verschiedenen Funktionen. Falls jemand diesen Camcorder, einen der beiden, hat und die Bedienungsanleitung dafür braucht, dann im Übrigen, für die ich es noch nicht wissen, ich habe einen Instagram-Account und zwar unter dem Namen ND390II, also wie das Nikko-Kassettendeck. Und wenn einer den braucht, dann schreibt ihr mich bitte über Instagram an, dann kann ich euch Fotos davon schicken. Leider keine gescannten Bilder, weil ich keinen Scanner habe, aber ich werde die Fotos dann versuchen, dass sie relativ gut aussehen, wenn einer das braucht. Und hier haben wir die Garantie. Ich weiß nicht, was würde passieren, wenn ich das absicke. Leider ist der Camcorder ja defekt. Aber es ist die Garantie schon längst abgelaufen. Ja, die Batterie ist tot. Ich habe versucht, sie aufzuladen, aber sie lädt nie. Aber wir installieren sie trotzdem mal. Zack.
Dürfte nicht angehen. Und geht auch nicht an, weil die Batterie tot ist. Haben wir hier das Netzteil. Das stecke ich jetzt hier mal ein. Und schließe das hier unten an. Jetzt soll ich das erst wieder ausmachen. Weil es ist gar nicht im Bild. So, machen wir das an. Und das Ladelicht leuchtet. Es geht auch aus, aber die Batterie hat, lädt halt nie auf. Tun wir mal den Rekord. Und Aufnahme. Und es passiert auch nichts. Oh. So, und jetzt haben wir hier den Error. Band herausnehmen und wieder einsetzen. Einheit in Sicherheit. Sicherungsmodus. Und er ist kaputt. Wie man sieht, die Kamera selber funktioniert. Aber das geht nicht weg. Und das könnte man theoretisch bei meinem Sony Camcorder machen. Wenn da keine Kassette eingesetzt ist, kann er halt nicht aufnehmen. Aber man, und dann blinkt auch auf dem Bildschirm selber, dass man eine Kassette einsetzen muss. Aber es geht halt, oder man kann halt immer noch ins Menü und alles gehen ohne Probleme. Und auch das kann man wegschalten, also dass es nicht da angezeigt ist. Und dann kann man den theoretisch zum Beispiel noch als Webcam benutzen, wenn man einen Computer mit einer eingebauten Videokarte hat, die das aufnehmen kann. Und auch einfach so als Kamera, die man vielleicht an seinen Videorekorder anschließt. Aber was man sagen muss, der Bildschirm ist zwar nicht von der Auflösung sehr gut, aber er ist wirklich ein richtig gut sehbarer Bildschirm. Kann ich ja noch ein bisschen anzoomen. Aber es ist ein wirklich gut sehbarer, lesbarer Bildschirm. Ich frage mich, ist er jetzt ausgegangen? Ja, ist jetzt ausgegangen. Hallo? Ich wollte gerade gucken, wie der Viewfinder funktioniert. Ich glaube, ich habe das Ding halt kaputt gemacht. Oh. Ist der Viewfinder gerade an? Wie sehe ich denn jetzt, ob der an ist oder nicht? Ziehe ich den raus? Ich habe den Viewfinder mal zum Leben bekommen. Okay, hier sieht man den Viewfinder. Der ist schwarz und weiß. Kann hoffentlich erkennen. Er ist schwarz und weiß. Aber zu diesem Error. Es zählt jetzt Einheit im Sicherungsmodusband heraus, den wieder einsetzen. Fehlercode 04. Wenn ich das jetzt aber hier öffnen möchte, geht es nicht auf. Geht nicht auf. Wenn ich den jetzt vorsichtig mit ein bisschen mehr Kraft aufziehe, macht sowas niemals zu Hause nach. Es ist mein Ding, wenn es kaputt geht, dann ist es mein Fehler. Ich habe nämlich schon mal aufbekommen. Aber ich kriege ihn jetzt gerade nicht auf. Ich will, okay. Man hört, er macht jetzt das Geräusch, als ob er die Tür öffnen würde. Man hat es vielleicht gerade gehört. Aber die Tür fährt nie raus. Sonst müsste er rausfahren. Der Videokopf da drin. Dreht sich nicht. Ich gucke mir das gerade selber an. Der Mechanismus ist auch noch, wenn man das sieht, da drin super sauber. Und hat null Gebrauchsspuren. Als wäre der auch nie benutzt worden. Aber es passiert halt leider auch nichts. Das heißt, man kann das Band nicht herausnehmen und neu einsetzen, wie die wollen, dass man das tut. Steht immer noch der Fehlercode. Und das ist leider alles, was man machen kann. Und wie gesagt, die Tür hängt auch und ich will es jetzt nicht nochmal aufbrechen. Und ja, das war eigentlich der ZVC. Jetzt war es denn jetzt. Ah. Hilfe. GAD 325E. Leider defekt. Aber er ist halt eigentlich noch komplett unbenutzt. Was ganz cool ist. Und ja, das war es eigentlich. Man sieht, wenn ich jetzt ausmache, den Strom. Ich sollte mal wieder rauszoomen. Ich hoffe, man hat gerade überhaupt was gesehen, als ich den hier so bewegt habe. Wenn ich jetzt den Strom ausmache, geht er auch sofort aus. Also die Batterie ist auch tot. So war man eine ganze Nacht lang am Strom. Das Licht ist auch ausgegangen, aber nichts ist halt danach passiert. Ja, und dann, das war das Video.
Ich hoffe, euch hat es gefallen und bleibt alle gesund und wascht eure Hände. Und ja, irgendwie hat noch hier das Schulterding. Ja, das war's. Dann würde ich sagen, danke fürs Ansehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.